Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge heute hier am Sonntag auf Microhazard TV beim Landwirtschaftssimulator 19. Ich bin natürlich der Ice Dragon und begrüße euch wieder zusammen, wie immer, mit dem Heiko. Hallo. Hallo Heiko. Was los, Heiko? Kannst du nicht mehr dreschen, hast keinen Bock mehr? Das dritte Feld hintereinander, dreschen wird doch langsam irgendwann langweilig. Komm, ich sehe das dritte Feld hintereinander. Ich meine, gut, bei mir ist die Arbeitsbreite ein bisschen höher. Und meine Fahrgeschwindigkeit normalerweise höher, wenn ich nicht gerade bergauf fahren muss. Ja. Weil so mit jetzt 5 km/h gerade den Berg hoch, jetzt 6 km/h den Berg hoch, ist dann doch ein bisschen. Aber gut, dann hast du wenigstens ein bisschen Vorteil, wieder Vorsprung zu machen, was das Dreschen angeht. Weil siehst ja, ich hol dich ja schon wieder ein hier. Ja. Mit den Bahnen. Ja. Boah, das Feld ist echt riesig, ey. Feld 18. Na, Kollege, was geht? Ich muss jetzt vorne eh erstmal Querbahnen fahren, glaube ich, weil sonst kriege ich jetzt mit den Wänden da vorne Probleme. Ja. Der Querbahn vorne sollte Probleme machbar sein. Ich habe da 3 Querbahnen gezogen. Ja, ja. Ja, dann müsste ich 2 Bahnen fahren können, 2 Querbahnen. Hm. Oh. Dann schmeißt du mir dann wieder das Stroh dahin überall, wa? Ja. Und meine schönen, säuberlich gemachten Felder hier. Ich kann auch gucken, wenn ich vermeide. Das wäre schön, wenn du es vermeiden könntest. Ich hatte hier unten schon was draufgeworfen, aus Versehen. Das war ja klar. Warum ist hier eigentlich so eine Fläche, wo so ein Stück, wo da grün ist hier unten? Da habe ich mit dem Landschaftstool ein bisschen mitgebaut. Ah, dachte ich mir schon. Warum frage ich eigentlich? Ja. Eigentlich hätte ich mir selber antworten können, weil so eckig wie das ist, war es definitiv das Landschaftstool. Deswegen arbeite ich auch bei Textursachen eher mit dem Kreis, weißt du? Mit der Kugel, ja. Beim Texturieren. Dann kriegst du nicht ganz so eckige Sachen. Also je nachdem, wie man es haben will. Wenn man natürlich ganz gerade Sachen haben will, dann macht man das natürlich so, ne? Aber. Mhm. So, 2 Bahnen gefahren unten. Ja. So, wieder ansetzen. Und los geht's. Weiter geht's. Und wieder aufgeschmissen. Oh, nee. Nein. Ah, fast. Ja, er hat gerade aufgehört, ja. Zu schmeißen. So. Also wenn die 3 Felder hier fertig bearbeitet sind, ne? Ja. Müssen die eigentlich nur einmal gedüngt werden? Einmal mit der Spritze drüber rein, theoretisch, oder mit dem Striegel? Ich würde dir mit dem Striegel rüberfahren, weil wir haben ja sonst nichts zu tun eigentlich, denn. Ja. Dann brauchen wir nicht unbedingt spritzen, können wir auch striegeln. Das stimmt. Musst du halt dann auch wieder nur mit dem Pflanzen, mit dem, hier, mit der Schonbereifung machen, ne? Ja. Dass du mit der Schonbereifung dann striegelst einfach. Mhm. Dein Traktor hat die Schonbereifung, ne? Ja. Wo steht der? Die auf dem Hof. Ah. An seinem Anhänger. Und notfalls kann ich das ja auch machen, wenn ich keine Zeit habe. Mhm. Aktuell habe ich ja nicht so viel zu tun. Ich muss meine Pferde noch bereiten. Ich habe jetzt 3 Pferde zum Bereiten für mich. Ja. Na? Meine Uma steht ja hier bei dir gerade. Ach, oh, das schön, mit 6 km/h den Berg hoch. Yay! Yeah. Mal ein Thumbnail machen. So. So. Aber ich muss langsam mal wieder an Geld kommen, ey. Ja. Du hast ja jetzt Minus, ne? Mhm. Ja gut, mit dem Raps hier kommst du ja an Geld. Ja. Ich würde auch sagen, selbst wenn die Folge schon zu Ende sein sollte, das Feld machen wir trotzdem mal fertig hier. Mhm. Das breche ich jetzt nicht zwischendurch hier ab, einfach nur um. Ne? Ja. Den Verkauf von dem Raps würde ich aber dann in der Folge darauf machen. Mhm.
Kannst du ja drin lassen im Trailer erstmal dann. Ja, ich bringe was in meinem Schuppen. Ha? In dem Container. Ja. Obwohl, genau. Dafür bräuchte ich, glaube ich, schon den großen 40 Zoll Container. Keine Ahnung. Den ganzen Rast zu bummeln. Warum hat denn der da, wo du jetzt hier rüber gefahren bist mit dem Drescher, diese dunkle Textur wieder weggemacht? Wie? Hä? Diese Düngetextur. Weiß nicht. Warte mal. Ich dachte, der jetzt hier das Düngen wegmacht, wenn du mit dem Drescher rüberfährst. Nee, hat er aber nicht. Okay. Aber Textur hat das weggemacht. Warte, ich bin ja gleich da. Okay, jetzt fahre ich ja gerade wieder rüber. Ich einfach nur Stroh. Nee, es ist nicht nur Stroh. Stimmt, da liegt ja ein bisschen. Jetzt mal gucken, wenn du mit dem Drescher rüberfährst, mach das weg. Ja, stimmt. Aber es ist nur optisch, Gott sei Dank. Also er macht es nicht wirklich weg. Also laut Feldübersicht lässt das so. Okay. Achso, die eine Stelle bin ich jetzt doppelt rüber gefahren, ne? Ja. Mit der Sämaschine, beim Wenden unten, hat er jetzt gleich als zweite Düngestufe gemacht. Alles klar. Der Dünger wird langsam knapp, ich habe noch 400 Liter drin. Ja. Ja, könnte auch knapp werden, weil du hier langsamer fährst als auf den anderen Feldern. Ja. Also bergauf zumindest, ja. Mhm. Na, so. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es reicht oder nicht. Ja. Der Drescher hat übrigens auch schon 4 Betriebsstunden. Oh. Mein Traktor ist schon 9,3. Der Mahindra Retriever steht auch bei dir vom Bio, ne? Hä? Der Mahindra Retriever steht auch bei dir. Ja. Und den hast du da hingestellt. Ja. Als Sprungmarke. Mhm. Könntest du nicht einfach auch über die Karte auf meine Stelle da unten springen? Ja, das wird auch gehen. Kannst du direkt zum Pferdestall springen. Langsam wird eng hier, ne? Ja. Die nächste Bahn würde noch ganz knapp gehen. Bei mir hier. Ja. Dann kommst du mir entgegen dann. Obwohl, du überholst dich wahrscheinlich vorher noch. Obwohl, wenn ich oben bin, wäre ich ja schneller. Wenn ich oben bin, dann wäre ich ja wieder schneller. Das war beide gerade unten am Wenden dann nachher. Jetzt holst du natürlich erstmal noch auf, aber jetzt wäre ich schon schneller. Also. Nee, du holst mich nicht ein, bevor ich unten bin. Jetzt fahre ich zwar noch 8, aber 9. Jetzt hat er dann gleich erreicht. 10. Jetzt fahre ich auch so wie du, ne? Ja. Und bergab bin ich dann gleich wieder schneller. Mhm. Wir sagen, bergauf fährt man ja 9 und bergab 10. Naja. Bergauf bin ich bei 6 und bergab bin ich jetzt bei 16. Ja. Aber der Dünger könnte knapp werden. Mhm. So, einmal abschalten. Fürs Wenden. Ich glaube, ich warte lieber. Wegen dem Platz, weißt du? Ja. Und auch mit deinem Schneidwerk, sonst das wird sonst ein bisschen zu eng. Sonst treffen wir uns. Das stimmt wohl. Und warte ich mal kurz. Muss ich schon warten hier, ey. Oh. Ja, du wolltest ja anfangen. Naja, aber das ist doch mal schnelles Bearbeiten von 3 Feldern jetzt. Ja. Wir haben das insgesamt von jetzt 1, 2, 3 Folgen, glaube ich, waren das jetzt dann insgesamt gerade mal, dass wir alle 3 Felder bearbeitet haben. Also gut, wir mussten sie jetzt ja auch nicht pflügen oder irgendwas, ne? Aber wenn sie gepflügt werden müssen, dann geht's richtig ab hier wieder, ne? Dann ist natürlich wieder Hölle. Parallel fahren! Ich zieh vor dir weg. Was? Ich zieh vor dir weg. Nein, du fährst. Wie viel schnell fährst du jetzt? 9. Ich war schon 10. Achso. Ich bin vor dir unten, aber am Ende. Ja. Muss ich wieder warten. Oh. Leider, ja. Oh, ich hatte noch 270 Liter knapp Dünger drin, ne? Könnte knapp werden. Könnte knapp werden, ja. Juhu! Das wird knapp mit dem Dünger. Könnte aber noch ganz knapp hinhauen. Gut, mein Drescher ist auch voll. Schaffst du die Bahn noch? Ja. Dann kann ich nämlich die nächste Bahn schon fahren.
So, jetzt habe ich 300 Platten, jetzt 220 habe ich noch Platz. Ah, da kommt Betonmischer. Betonmischer, Heiko! Ah. Ja, hier fallen auch extrem viele Betonmischer durch die Gegend, ne? Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Betonmischer rumfahren. Ja. Gibt nicht eine Baustelle, aber zig Betonmischer. Hm. Kennst du diese Schrotthändler, die ganze Zeit durch die Gegend fahren, ne? Ja. So, ah, das gleiche in Beton jetzt. Das ist Heiko wieder schneller als ich. Und da ist er voll. Ich bin voll. Hat die Fruchtzerstörung gegriffen? Ja, hat sie. Ja, hat sie. Schöne Furche reingezogen. Du in einem Fleischtempo da. Ja, 4 km/h, 4 km/h. Ja. Kein Problem, bergauf verbrauche ich wahnsinnig viel Dünger bergauf hier. Mhm. Weil ich nicht so schnell hochkomme den Berg. Ja. Ich habe noch 200 jetzt, ne? Nein, ich könnte aber ganz knapp reichen, Heiko. Okay. Ja, ich steht immer an den Tank ab. Du musst auch aufpassen, aber du fährst jetzt auch das andere Feld rauf da immer. Ja. Zum Abtanken. Wenn die erste Düngungsphase kommt, ne? Wenn die erste Wachstumsphase kommt, dann zerstörst du sonst gleich wieder was. Mhm. Und runter fährst mit dem Drescher dann wieder. Das heißt, wenn jetzt die Wachstumsstufe kommen würde, wirst du nur ein kleines bisschen zerstören beim Runterfahren. Ja. Von meinem guten Hafer. Der Hafer geht ja, glaube ich, sowieso komplett an dich, ne? Fängst du vielleicht hier vorne wieder an, die Warnung zu Ende zu machen? Ja, kann ich machen. Weil dann kann ich nämlich gleich hinterherfahren. Weil ansonsten müsste ich jetzt warten, bis du die ganze Bahn rübergefahren bist, weißt du? Ja, ich muss sowieso langsam fahren, sonst... Naja, ich muss halt hinter dir bleiben. Ja, kann stell dein Tempo mal auf 10, dann passt es. Ach, passt schon auch so. Krieg ich schon hin. Dann kann ich nämlich direkt hinterherfahren wieder, von der Breite her. Und wenn ich gut fahre, dann fahre ich jetzt noch 2 Bahnen und dann ist gut. Hm. Wenn ich von der Breite her ausschöpfe. Sonst muss noch einen dritten da, ja. 170 Liter noch, Heiko. Könnte reichen. Müsste reichen. Gerade ja. So, gerade so aber denn. Ja. So, dann habe ich locker 3 Stunden für Bio hier, etwas über 3 Stunden gearbeitet für Bio. Mhm. Fast 4. 4 Stunden sind es eher, ja. Ja. Hm. Was zahle ich mir dafür aus für die 4 Stunden? Gute Frage. Du kannst ja auch nicht aus deinem Lager spielen, wenn ihr Move ist. Nee, ich müsste es dann über dich machen. Ich weiß es an dich, du musst an mich Wetter überweisen. Ah, okay. Wäre die einzige Möglichkeit. Ja. Ich bin schon direkt hinter dir, ne? Das ist ja, und sagt dir, dass ich die ganze Zeit das ganze Stroh ins Gesicht blase. Naja, ich hab ja Luftfilter drin. So Atemmaske im Traktor. Ja, ich hab Fenster zu und Lüftung und den Lüfter hat ist ja mit Pollenfilter und alles, Staubfilter und alles, passt schon. Ja. 116 Liter, das reicht. Noch gerade so, Das ist doch mal Arbeit, ne? Ja. Das ist doch mal hier Teamwork. Da wird abgemäht und direkt dahinter gleich gegrubbert und neu gesehen. keine 50 mehr dahinter. Das sieht kein anderer Bauer so machen. Nee, er wird ja erstmal, wird ja trotzdem erstmal gepflügt werden oftmals und. Aber man könnte es theoretisch so machen. Mein Cousin arbeitet auf einem Bauernhof. Ja. Ne? Auch als Landwirt hat er Ausbildung da auch gemacht und so, ne? Und die haben überhaupt die Pferde tatsächlich. Ja. Und verdienen damit aber richtig Schweinegeld. Die verdienen pro Pferd 20.000. Ja, steckt aber auch viel Zeit drin, auch viel Arbeit, ne? Ja. Aber das Ding ist einfach die Kunden von denen, die Pferde abkaufen. Ja. Die zahlen dafür ordentlich. So, weil es gehen teilweise gehen Pferde ans schwedische Königshaus von denen. Ja, die zahlen natürlich. Das ist aber auch Rasse, ja. Richtige Rasse und entsprechend. Das gleiche auch in Holland halt, oder Niederlande. Deswegen, das sind ja eine richtige Rasse, ganz bestimmte Rasse und ganz bestimmte Pflege und das muss ja alles. Genau. Komm, mach Platz da unten. Ich hab nur 50 Liter Dünger. Ist doch Platz. Fertig. 43 Liter, Heiko.
Es hat gereicht. Ja, ich fahre nicht über den Acker, weil ich nicht riskieren will. Will nicht riskieren, dass da auf dem Acker jetzt die Wachstumsstufe kommt, so nach dem Motto. Ja. Ich würde das Feld so machen wie hier vorne. Die vorne, die Ecke ist ja jetzt sehr nah an der Straße dran, die Ecke hier. Mhm. Und auf diesem Abstand würde ich auch das ganze Feld hier noch, diese Schräge hier vorne, dieses Dreieck würde ich zumachen mit Feld noch. Ja. Wenn das nächste Mal gepflügt werden muss, würde es sich anbieten zum Beispiel. Ich bin schneller! Bäm! Wo stand die? Hier drüben stand die, ne? Ja. Da steht ja die Spritze drin. Ich bin neben der Spritze, du Pfeifer. Achso. Hier steht ein Drescher drin, das weiß ich. Guck mal, da wird man Platz sparen und parken. Mhm. Dann müssen wir nach hinten fahren, jetzt muss ich aber nochmal neu ansetzen. Hup, das ist der Kärcher. Ja. Weil er gegen Kärcher ging geoxt. Komm ja nicht mehr raus, Hilfe. Ein Problem. So, ich habe 21.676 Liter Raps. Wie viel? 21.676. Ja, wird ein bisschen Geld. Hm. Oder willst du das jetzt noch machen? Verkaufen? Ne, will ich jetzt nicht machen. Ich will warten auf einen guten Preis. Sind die Preise nicht gut? Ich weiß nicht, wie gut die Preise aktuell sind. Mal gucken. Gucken wir mal in Escape. Raps. Getreidemühle 1416. Ist der beste aktuell. Mhm. Ja, das sind alles noch normale Preise. Da unten steigt zwar gerade, aber ich warte noch ein bisschen. So, gut, dann haben wir das. Alle Felder bearbeitet. Schick, schick. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich ein Striegel? Hat der überhaupt einen Striegel? Ach, das ist ein Striegel, genau. Mhm. Und da ist der mit Pflegebereifung dann. Ja. Kann ich ja auch nutzen. Kommen in deine Fahrzeuge auch rein, von daher. Ja. Ich muss jetzt mal meinen Traktor wieder zurückfahren. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr hier. Es muss ja erstmal nur gestriegelt werden, wenn überhaupt. Eigentlich könnte man jetzt sofort mit der zweiten Düngestufe rüberfahren, oder? Und für die erste Wachstumsphase abwarten. Aber eigentlich muss man es nicht, ne? Nee, hat man ja gar nicht gesehen. Oh, hier ist ein Pferd. Ja, ja, mein Pferd. Bedient sich fleißig an meinem Stroh. Naja, klar. Zahlt dafür aber nichts, ne? Ist schon klar, ne? Also. Oma. Du hast es kostenlos angeboten. Ja, stimmt. So, jetzt habe ich bloß halt keinen Platz mehr für meinen LKW. Ja, das Pferd kommt doch auch gleich wieder weg. Kannst es ja rausreiten aus der Halle. Dass man die Seitentür nicht öffnen kann. So, dann sind wir auch gleich schon wieder auf dem Hof. Hier einmal mit den Scheiben fahren. Okay, es ist nur bei Gras anscheinend, sodass es bei Gras keine Zerstörungen mehr gibt. Wieder auf dem Hof angekommen. Spielst du noch ein bisschen am Container rum? Bist du gerade auf dem Pferd oder? Nein. Gut, dann kann ich ja eigentlich auch rüber tappen, ja? Ja. Soll ich 5000 Fahrzeuge tappen? Das ist immer. Ich merk's. Naja, das ist. Der Kartoffelroder. Ja, du hast wesentlich das Glück, mit dem großen Roder das machen zu dürfen. Ja, aber ich musste das ja mit dem Kleinen machen. Ja. Warum hast du den rausgefahren? Willst du den Container raufsetzen? Mhm. Naja, du machst das schon. So, dann ab wieder nach Hause. Folge ist eh schon zu Ende. Ich finde das Ding irgendwie cool. Ja. Naja, aber du musst doch gucken, dass du dafür wirklich einen effektiven Nutzen findest. Irgendwie so richtig, ne? Mhm. Naja, du kannst damit auch alles verkaufen fahren, weil du ja auch alles an Schüttgut da reinkippen kannst, was meiner Meinung nach auch ein bisschen unrealistisch ist, aber also ich weiß, dass in solchen Containern zum Beispiel auch Kartoffeln transportiert werden. Ja. Durchaus auch ohne sie in Säcke zu verpacken. Mhm. Werden sie einfach so reingeschmissen. Aber Kartoffeln kannst du, glaube ich, nicht mehr einladen. in das Teil. Ja, mein nächstes Feld wäre da unten Feld 15, ne? Das helle da unten, das gelbe. Ja, so.
Und das hier wäre geil. Ich könnte alle Arten an Container transportieren. Das wäre zwar echt riesig, aber das wäre auch geil für mich. So Feld 16 noch. Ne? Hm. Ja, also ich fahre den Container jetzt mal rüber zu Bio. Für eine sehr große Wiese, weißt du? Hm. Feld 16, eine sehr große Wiese drauf anlegen. Aber das ist echt riesig schon. Ja, kosten so. Das Land Feld 16? Oh, 600.000. Ich fahre den Container mit dem Radler jetzt einfach rüber zu Bio. 600.000 würde das kosten. Was kostet das andere Feld 15? 225.000 schon? Boah. Aber es ist halt noch relativ flach, ne? Feld 33 wäre ja auch nicht schlecht, aber das ist mir nicht flach genug. Das ist mir schwer zu bergig. Feld 15, da kann ich noch gut dann Sachen raufstellen. Und 16 wäre dann gut so für Wiese, weißt du? So. Ja, später. Also ich brauche 225.000 Heiko, um mir Feld 15 kaufen zu können. Okay, dann viel Spaß beim Sparen. Ja, Kredit habe ich auch noch. Der Hafer, der angesät ist, will ich auch wieder kaufen. Wahrscheinlich größtenteils. Wenn nicht sogar alles. Und ja, Weizen, Gerste. Also Weizen wäre ich. Gucken, was günstiger ist. Weizen oder Gerste. Nimm mal was günstigere. Ne? Ja, ist natürlich logisch, dass man immer was günstigere nimmt. Kriegst gerade ein Problem mit den Feldern. Wieso? Nennt sich Unkraut. Oh, nee. Zieht sich gerade so von oben nach unten über die Karte, das Unkraut. Also die oberen Ecken sind schon angekratzt mit 18, 19. Aktualisiert noch anscheinend. Ist noch nicht fertig damit. Zieht sich gerade durch von oben nach unten. Okay. Hm. So, Uma. Uma ist bei 74%. Dann machen wir Uma wenigstens mal fertig hier schnell. Damit Uma schon fertig ist für den nächsten Tag. Und dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe des Tages wahrscheinlich auch wieder meine Wiese hier wieder mähen können, Heiko. Mhm. Die ist nämlich dann, glaube ich, auch dann so langsam dann doch wieder fertig. Also noch nicht ganz, aber... Also eigentlich ist er schon fertig. Ist ja schon erntereif. Hat halt auch nicht die höchste Erntereifstufe, ne? Ja. Gut, liebe Leute. Bitte? Läuft die Folge eigentlich noch? Ja, die läuft noch. Kommen wir so nebenbei? Ja, läuft sie. Gut, aber die Folge ist dann auch zu Ende und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen am Montag zur nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns bis dahin von euch, wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und sagen tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.